mache jetzt ein neues Xcode-Tutorial, in dem ich eine Erweiterung von letztem Mal eigentlich mache. Ja, so können wir schon sagen. Und zwar haben wir letztes Mal die Tastaturen erstellt, mit denen wir navigieren können. Jetzt wollen wir aber noch eine Toolbar, die über der Tastatur erscheint, um ja, besser navigieren zu können. Dazu müssen wir nur in der ViewController.m-Datei was ändern. Und jetzt fangen wir mal in der ViewDidLoad-Methode an und erstellen eine neue Toolbar. Ich nenne die jetzt einfach mal Keybar und das soll eine UI-Toolbar werden und die soll neu erstellt werden. So, und diese Keybar soll den Bar-Style haben. UI-Bar-Style. Jo, genau. Ich weiß nicht, wie es ausspricht. Die ist gängig bei so Sachen, ja. Und jetzt natürlich noch Keybar Size to Fit. So, jetzt danke fürs Zuschauen, das war's. Nein, natürlich nicht. Wir brauchen natürlich noch die Bar-Button-Item, also die Toolbar-Items. Und dazu machen wir einfach UI-Bar-Button-Item und jetzt zuerst den Back-Button, weil wir wollen ja einmal einen Back-Button und einmal einen Forward-Button und dann noch auf der rechten Seite einen Done-Button, um das Ganze machen zu können. Und die sind eigentlich alle ziemlich ähnlich. Das wiederholt sich jetzt der Programmcode. Init with title. Und jetzt geben wir einfach hier mal einen Title zurück. Style UI bar. UI bar button item. Item style bordered hier. Na. Genau, so. Ja, schwierige Wörter. Self. Und jetzt brauchen wir noch einen Selector, den wir nachher noch erstellen werden. Und den nennen wir jetzt einfach mal Back Button Clicked. So. Das gleiche können wir jetzt kopieren für den Forward Button und einfach umändern den Namen. Hier weiter. Das ist genau gleich und statt Back einfach, ups, nicht groß, Forward Button klickt. So, jetzt haben wir ja die zwei Buttons auf der linken Seite, also er erstellt die von links nach rechts im Default-Wert und jetzt wollen wir einen Platz dazwischen haben und rechts den Done-Button. Also, was machen wir? UI Bar Button Item und nennen das einfach mal Space diesmal. Ups, das war das Falsche. Ah, Mann. UI Bar. Alloc und jetzt init und diesmal nicht with title, sondern with bar button system item. Dann UI bar button system item flexible space, genau, steht's ja schon. Target diesmal nil, weil es ist ja einfach nur leerer Platz und einen Selector brauchen wir dafür auch nicht. Klammer zu noch und schon haben wir den Platz. Der Platz wird automatisch so groß generiert, wie wir ihn auch wollen. Also das ist eigentlich ziemlich praktisch in Xcode. Jetzt brauchen wir noch den Done-Button und den nennen wir einfach Done. Und das ist wieder ein UI-Bar-Button-Item, Alloc und diesmal wieder mit Init with Title. Wobei hier könnte jetzt auch ein Init with Bar-Button-System-Item gehen, aber ich nenne es einfach mal Init with Title, damit wir im Rahmen bleiben. Und jetzt einfach nicht dann, sondern fertig. Style. Und dafür gibt es jetzt einen eigenen UI Bar Button Item Style. Das war das Falsche. System Done, genau hier. UI Bar Button Item Style Done. Langes Wort. Target wieder Self. Und Action nennen wir diesmal addSelector und nennen wir einfach dann Button clicked. So, jetzt haben wir die vier Elemente erstellt. Das dritte Element sieht man nicht, weil es ein leerer Platz ist. Und jetzt fügen wir die in einem
Array zusammen, damit wir nachher gut darauf zugreifen können. With Objects und jetzt einfach hinzufügen. Back Button, Forward Button, Space und dann. Hier können wir jetzt auch einfach Space zum Beispiel an vorderster Stelle stellen, dann ist links Platz, aber das sieht auch irgendwie komisch aus. Ja. Und jetzt einfach Keybar und jetzt müssen wir noch die Items hinzufügen und die haben wir in dem Array gemacht. Also Array. So, jetzt haben wir aber noch nicht die Toolbar zu dem Textfeld hinzugefügt. Deshalb machen wir jetzt Text 1, das haben wir letztes Mal erstellt. Ich mache noch so einen Link in das Video jetzt, dass ihr dann, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr es noch angucken. Input Accessory View gleich Keybar. Und das gleiche machen wir jetzt mit Text 2 auch, weil auch da soll unsere schöne Keybar stehen. So, wenn wir jetzt ausführen, kommt erstmal ein Fehler. Ich habe hier ein Komma vergessen. Nicht da, sondern da. Ja. Jetzt funktioniert's. Und wenn wir jetzt unsere App öffnen, sehen wir hier die Toolbar. Wenn wir jetzt aber irgendwo draufklicken, dann stürzt der ab, weil wir haben noch nicht die Selektoren erstellt. Jo, man sieht's. Und in der .m-Datei machen wir jetzt einfach noch ein paar Selektoren. Ich beeile mich mal ein bisschen, damit das Video nicht ganz so lang wird. Back-Button klickt heißt das eine. Und hier mache ich jetzt eine if-Abfrage. Wenn wir im ersten Textfeld drin sind und er drückt auf zurück, dann soll einfach das erste Textfeld zugehen. Und das können wir einfach mit isFirstResponder, dann einfach Text 1 resign FirstResponder. Und else, das geht ja, also ist ja bei uns eigentlich nur der Fall, wenn es dann im zweiten drin ist. Deshalb können wir dann den else-Befehl eintippen. Text 1, nee, Text 2, resign first responder und Text 1, Text 1 become first responder. Genau. So, ein bisschen kleiner machen. Jetzt der nächste Selektor und zwar hieß der, ich kopiere es lieber mal, Forward Button klickt. Und hier ist es genau das Gegenteil. Wenn wir im ersten drin sind, Text 1 ist First Responder, sollen wir Text 1 schließen und Text 2 soll erscheinen. Und in der im else einfach forward Text 2 resign first responder. Das ist ein bisschen, ja, was heißt Trick? Ihr könnt, wenn ihr nur eine Zeile in der Anweisung habt, könnt ihr die Klammern weglassen. So, und jetzt noch unser Done-Selektor. Done-Button klickt soll der heißen. Jetzt hier. Und da müssen wir einfach wieder if Text 1 ist First Responder, Text 1 resign und else kann ja nur im zweiten drin sein, nicht Esle, sondern else Text 2 resign First Responder. So, eigentlich müsste jetzt alles funktionieren. Ich hoffe zumindest. Die Actions da unten sind immer noch da. Die lassen wir auch da, weil warum nicht? Ist ja immer nur gut, wenn der Benutzer mehrere Navigationssysteme hat. Wenn wir jetzt auf zurückklicken, okay, geht der Text weg. Das Keyboard meine ich. Weiter springt er ins zweite Feld. Das sieht man hier, weil da Go steht. Und weiter verschwindet er. Fertig, verschwindet. Fertig, verschwindet, perfekt. Springt zurück und verschwindet. Wir könnten jetzt hier noch bei Forward-Button klickt, Resign First Responder und außerdem noch das Label anzeigen lassen.
Das geht auch, aber ich finde, fertig heißt nicht gleich go. Also lasse ich das erstmal. So, das war schon wieder. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Ciao.